Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Final Fantasy VII Remake News Update. Ich habe die Knaller-Information für alle Leute, die sich nicht mit dem neuen Kampfsystem so richtig identifizieren können und das alte Active Time Battle Kampfsystem von 1997 bei Final Fantasy VII oder Final Fantasy VIII und IX und wie die alle heißen. Also da war das Active Time Battle aktiv und das finden die meisten Leute deutlich geiler und fanden das nicht so cool, dass das Remake jetzt ein neues Kampfsystem wie bei Final Fantasy XV hat. Alle die sollen jetzt besänftigt werden, denn es soll, das wurde bei der Tokyo Games Show 2, also jetzt aktuell bekannt gegeben, es soll einen Classic-Modus geben. Sozusagen kann man zwischen dem Oldschool Active Time Battle Kampfsystem und dem neuen Kampfsystem hin und her switchen. Wie genau das aussieht, soll, wurde natürlich noch nicht erwähnt, aber es wurde bei der TGS bekannt gegeben, dass es diesen Classic-Mode gibt. Finde ich eine absolut feine Sache. Ich bin zwar Fan von dem neuen Kampfsystem, weil ich finde das ATB-System nicht mehr so zeitgemäß, dieses Warten in so einem mega futuristisch, also futuristischer gestaltet als früher, in so einem neuen Gewand finde ich dieses ATB-Warten, bis ich schlagen kann, dann ist wieder der Gegner dran. Ich finde meiner Meinung nach, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Die Option dazwischen zu schalten, finde ich sehr, sehr geil. Ich bin mal gespannt, ob wir in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht ein bisschen Bildmaterial oder Videomaterial darüber kriegen, wie man genau zwischen den einzelnen Szenen switcht. Finde ich eine geile Sache. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das alte oder das neue feiert. Ich finde beide Sachen geil. Vielleicht werde ich auch beide in Zukunft spielen. Weitere Final Fantasy VII News Update findet ihr bei mir auf dem Kanal, wenn es was Neues zu berichten gibt. Wenn das Spiel dann rauskommt oder vielleicht sogar die Demo, wird es von mir Let's Plays geben. Das war es jetzt von mir. Lasst einen Daumen für dieses Video, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ein Abo, wenn ihr neu seid und nichts vom Remake mehr verpassen wollt. Haut rein, schönes Wochenende, ciao.